In Deutschland bekommen über 6 Millionen Menschen Hartz IV. Damit sie bereit sind, jeden Job anzunehmen, bedroht sie der Staat mit Sanktionen. Schon wenn sie einen einzigen Termin versäumen, streicht ihnen der Staat das Geld für Essen, Kleidung, Telefon, Krankenversicherung, Strom und die Wohnung. Bei Wiederholungen bis auf null. Jeden Tag werden so 4.000 Menschen neu in ihrer Existenz bedroht, um sie gefügig zu machen. Hartz-IV-Sanktionen sind unsinnig und menschenunwürdig. Und deshalb wollen wir sie zusammen mit euch abschaffen. Ich bin Inge Hannemann und ich habe viele Jahre als Arbeitsvermittlerin in diversen Jobcentern gearbeitet. Und eines habe ich dabei festgestellt. Tag für Tag wird in den Jobcentern gegen Gesetze verstoßen. Doch Menschen, die sich genau gegen diese Willkür wehren, werden drangsaliert und intern als Querulanten abgestempelt. Diese Einschüchterung wirkt. Nur 5% wehren sich dagegen. Das werden wir jetzt ändern. Sanktionsfrei wird eine kostenlose Online-Plattform, die Erwerbslose vor Sanktionen beschützt. Wir stellen uns an die Seite der Betroffenen, um das Machtungleichgewicht zwischen Mensch und Behörde auszugleichen. Wir schauen hin, wir helfen, wir übernehmen die Rolle des Querulanten und lassen nicht locker. Von der ersten Antragstellung über Terminverschiebungen bis hin zu Widerspruch und Klage. Wir helfen Erwerbslosen, ihre Rechte durchzusetzen. Schreiben des Jobcenters werden in einfacher Sprache erklärt und mit Hilfe von Anwälten werden Vorschläge entwickelt, wie man am besten darauf reagiert. Alle Daten werden verschlüsselt, abgelegt und übertragen. Bei Fragen und Problemen sind erfahrene Anwälte nur einen Klick entfernt. Alle Anwälte, die sich dem Kampf gegen Sanktionen anschließen wollen, können das über die Plattform sanktionsfrei tun. Aber wir gehen noch weiter. Aus den Servicegebühren der Anwälte und Spenden füllen wir einen Solidartopf, mit dem wir verhängte Sanktionen bei den Leistungsberechtigten ausgleichen. Niemand darf weniger haben als das verfassungsgemäße Existenzminimum.